die Schneider nach einem Jahr mal wieder, denn bei denen hat sich so einiges geändert. Oh, hi Michelle! Oh, hi Yvonne, schön dich zu sehen. Soll ich euch die Neueren gleich zeigen? Ja klar, das wäre natürlich super. Also das ist der neue Anbau, der wurde ungefähr vor einem halben Monat fertig. Jetzt haben wir um einiges mehr Platz. Wollen wir mal hochgehen? Klar. Oh, sehr rustikal. Ja, das hat der Mama so gut gefallen. Ah, in unserem Zimmer ist jetzt noch ein kleiner Mitbewohner, Paul, unser kleiner Bruder. Ach, ist ja süß. Oh, was ist das? Das ist Lisa. Die hat Klavierunterricht seit einem Jahr. Wollen wir runtergehen? Klar. Ja, Lisa, das war schon richtig gut. Wenn du so weiter übst, wirst du mal richtig gut. Ich muss jetzt gehen. Tschüss. Tschüss. Mann, Lisa, das klingt ja schon richtig gut. Danke. Hat jemand Lust auf einen Kakao? Ja, klar. Ich glaube, ich mache euch das Licht mal an. Und wie läuft's bei euch so in der Schule? Gut. Ach ja, apropos Schule, kann ich einen von euch morgen in die Schule begleiten? Nein, sorry, Michelle, bei mir geht's nicht. Wir schreiben morgen einen Test. Und bei dir, Yvonne? Klar, das wäre super. Morgen ist gut. Schön, dann sehen wir uns morgen. Ich muss jetzt gehen. Tschüss. Auf Wiedersehen. Es sind jetzt 15 Minuten nach 7 und ich warte auf Yvonne und Lisa, die ich heute in die Schule begleite. Ah, da kommen sie schon. Oh, da hinten ist schon meine Freundin Laura. Wir holen schon mal unsere Räder. Tschüss, bis nachher. Also dann mal los. Schule habt ihr. Also ich muss dann gehen. Tschüss. Setz dich einfach auf den freien Stuhl. Okay. Also Schüler, wir begrüßen heute mal auf jeden Fall Michelle, die uns heute durch den Unterricht begleiten wird. Gut, dann fangen wir gleich mal an. Ja. Yvonne, würdest du uns bitte die Lösungen der Hausaufgaben an die Tafel schreiben? Klar. Alle rein. Wir werden heute einen kleinen Parcours aufbauen. Ich würde sagen, ihr holt euch schon mal alle einen Ball. Ring, ring. Hallo? Hallo, hier ist die Yvonne. Kannst du uns bitte von der Schule abholen? Ja klar, ich komme vorbei. Bis gleich. Tschüss. Die Mama kommt. Okay, also ich muss jetzt gehen. Tschüss. Seid ihr ja. Ach ja, Michelle, hättest du Lust, am Mittwoch zur Hochzeit von meiner Schwester zu kommen? Klar. Es ist Mittwoch und wir machen uns jetzt auf den Weg zur Hochzeit. Oh, da seid ihr ja. Und, seid ihr schon aufgeregt? Ein bisschen. Oh, stellt euch hin, es geht gleich los.
Schön, dass Sie alle so zahlreich zu dieser Hochzeit gekommen sind. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Hiermit erkläre ich Sie zu Mann und Frau. Sie dürfen die Braut jetzt küssen. Ich wünsche Ihnen viele schöne gemeinsame Jahre. Auf Wiedersehen. Kommt doch noch mal alle her. So, das war die Hochzeit von Sophia und Felix. Und ich bin sehr froh darüber, damit wir sie dabei begleiten durften.